Hey, ich brauche deinen Rat. Mein Freund schuldet mir Geld, aber zahlt es einfach nicht zurück. Was soll ich tun? Ah, das ist echt eine blöde Situation. Wie viel schuldet er dir denn? 500 Euro. Ich weiß nicht, ob ich das jemals wiedersehe. Keine Sorge. Ich kann dir ein paar rechtliche Tipps geben. Hast du ihm das Geld geliehen und dabei irgendwas schriftlich festgehalten? Nein, das war nur eine mündliche Vereinbarung. Wir sind doch Freunde. Verstehe. Mündliche Vereinbarungen sind auch gültig. Aber es ist schwieriger, das zu beweisen. Hast du vielleicht Nachrichten oder E-Mails, in denen ihr über das Geld sprecht? Ja, wir haben darüber in unseren Chats gesprochen. Er hat sogar geschrieben, dass er es zurückzahlen wird. Perfekt, das hilft auf jeden Fall. Das ist ein guter Beweis. Der nächste Schritt wäre, ihm eine schriftliche Teilungsaufforderung zu schicken. Das nennt man Mahnung. Eine Mahnung? Wie sieht sowas aus? Du schreibst ihm einen Brief oder eine E-Mail, in der du ihn freundlich, aber bestimmt daran erinnerst, dass er dir das Geld schuldet. Gib ihm eine Frist, bis wann er das Geld zurückzahlen soll. Und wenn er dann immer noch nicht zahlt? Dann könntest du rechtliche Schritte einleiten. Das klingt ziemlich ernst. Was passiert dann? Der nächste Schritt wäre, zum Beispiel beim Amtsgericht einen Mahnbescheid zu beantragen. Ein Mahnbescheid ist eine offizielle Zahlungsaufforderung vom Gericht. Wenn er darauf nicht reagiert, kannst du einen Vollstreckungsbescheid beantragen. Damit kann zum Beispiel ein Gerichtsvollzieher das Geld eintreiben. Wow, das wusste ich nicht. Ich hoffe, es kommt nicht so weit. Auf jeden Fall. Sollte ich vielleicht nochmal persönlich mit ihm reden? Oft hilft ein offenes Gespräch, bevor man rechtliche Schritte einleitet. Mach ihm klar, dass du das Geld wirklich brauchst und gib ihm eine Chance, es ohne rechtliche Konsequenzen zurückzuzahlen. Danke für die Tipps. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Kein Problem. Ich hoffe, es klappt. Und wenn du weitere Fragen hast, weißt du, wo du mich findest. Es ist gut zu wissen, dass ich rechtliche Möglichkeiten habe, falls er nicht reagiert. Danke. Du bist ein echter Freund.